Wie vermeide ich dieses Verhalten? Das trägt jetzt halt wenig zur Kreativität bei, wenn ich dann die Leute nicht rüge. Nur das ist halt eine tolle Energie, die ja keiner mitnehmen kann, wenn die Leute von außen kommen. Denen fällt das nämlich jetzt richtig deutlich auf, dass das nicht passiert. Die kümmern sich jetzt viel eher in ihrer Aufmerksamkeit darum, was sie Tolles machen können. Jetzt läuft's toll. Das ist das, was du eben ansprichst. Aber dafür ist auch diese negative Erfahrung, die ich machen darf, für mich wichtig. Die Leute können doch Fußball spielen, die zu ihm kommen. Also Verbandsliga ist halt nun mal schon ein bisschen höher. Und da muss ich schon 1, 2 Jahre Fußball gespielt haben. Den Spielern fällt doch selbst auf, wenn sie einen Fehlpass gemacht haben. Und dann ist doch viel toller, wenn der Spieler danach zu ihm kommt oder wenn der neue Spieler, ein alteingesessenes Teammitglied, fragt: Wieso sagt denn euer Trainer da nichts? Oh ja, passiert. Der denkt doch jetzt viel eher darüber nach: Ja, das ist ja toll. Dann kann ich ja auch jetzt weiter mal mich entwickeln. Dann spiele ich doch den Pass in Zukunft anders. Der weiß, dass das blöd war, ihn jetzt noch darauf anzusprechen. Und zwar dann auch noch in dem Moment, wo er selbst seinen Stress erzeugt, weil ihm aufgefallen ist, dass er da Blödsinn gemacht hat. Na, das lenkt eben die Aufmerksamkeit darauf, wie er das vermeidet. Was übrigens auch gleich heißt, auch jetzt alles immer positiv zu sehen, ist auch doof. Also wenn ich die Hand auf eine Herdplatte lege und habe dann hinterher Brandblasen, dann ist es richtig gut, mal über das jetzige unerwünschte Verhalten zu reden und zu sagen, das lassen wir in Zukunft. Bei solchen impulsiven Sachen, da ist es toll zu sagen, das war jetzt aber, das Wort mit S, schade, schade war das, das war das Wort mit S, das war jetzt schade, dass du die Hand da drauf gelegt hast. Und dann versuche ich in Zukunft zu vermeiden, auf ein rot glühendes Feld zu fassen. Toll, funktioniert hervorragend. Fußball, Sport ist eine hochkreative Angelegenheit. Da nutzt mir das wenig, meine Aufmerksamkeit auf das Unterlassen zu legen. Hier gibt es kein Gut und kein Schlecht. Die Situation ist wichtig. Das ist genau wie bei der Kommunikation. Das macht man immer so und so. Nein, das macht man nicht immer so und so. Das macht man in solchen Situationen so. Wenn jetzt der ein oder andere Hörer immer wieder Aufmerksamkeit als Wort hört, Gefühle, wie kann der Hörer, die Hörerin das denn für sich trainieren? Im Kleinen, im Großen? Wenn ich jetzt den Kajan frage, Kann das ein bisschen dauern, allerdings macht er dann auch genau das, was deine Frage beantwortet. Er sagt es dann nur nicht, aber er macht's. Das ist nämlich das Sprechen und darauf achten, wie ich selbst darüber spreche. hilft es, Gedanken aufzuschreiben? Das wäre der Oberknaller. Also drüber sprechen, es laut in einem Selbstgespräch, also wenn der Kajan sich mit jemand anderem unterhält, mit uns beispielsweise, dann ist das ein Selbstgespräch, weil wir nicht Der zu Wort kommen. Selbstgespräch-Podcast. Wenn ich jetzt auf meine Worte achte und dann auch darauf achte, oh, das gefällt mir nicht so gut, da fühle ich mich jetzt gerade schlecht bei, wenn ich das Wort benutze. Da haben wir wieder das Schlechtfühlen. Wichtig, mir fällt es auf. Und ich suche nach einem anderen Wort, bei dem ich mich gut fühle. Durch das Achten auf die Worte, durch die Sprache, lenke ich meine Aufmerksamkeit. Jetzt wird das Ganze langsam rund. Die Gefühle sind wichtig, dass mir das auffällt beim Sprechen. Die Aufmerksamkeit ist wichtig, damit das alles im Alltag dann irgendwann automatisiert ablaufen kann. Und die Sprache ist das, was unsere Aufmerksamkeit lenkt. Wenn ich die ganze Zeit über blöde Rechnungen rede, dann wird mein Hirn sich automatisch an blöden Rechnungen orientieren und werden die Dinger jetzt sogar bei Freunden auffallen, dass die da rumliegen.
Die wussten das bis eben noch gar nicht. Die hätten sie einfach bezahlt und es wäre alles in Ordnung gewesen. Mir fällt es jetzt auf. Ja klar, weil ich die ganze Zeit drüber rede. Und auch die Worte in meinem Hirn ja auch was bewirken. Selbst wenn ich sie von mir selbst höre. Jetzt ist das Lautsprechen schon eine Bremse. Also wenn der Kajan die Selbstgespräche mit anderen Leuten nicht führen würde und würde nur darüber nachdenken, das läuft wahnsinnig schnell ab, das Denken und das, die, diese Assoziationen entstehen wahnsinnig schnell. Ja, da ist es schwer einzugreifen. Redet er jetzt laut darüber, bremst er schon. Jetzt kann er auch viel eher eingreifen. Und das, was du eben erwähnst mit dem Schreiben, das bremst noch mehr. Also jeder Zuhörer weiß, dass wenn er aufschreibt, benutzt er ganz andere Worte. Die wenigsten Menschen würden so reden, wie sie schreiben. Und sie würden nicht so denken, wie sie reden. Das bringt uns alles, das Denken, das Sprechen, das Schreiben, auf andere Ideen. Uns fallen andere Worte ein. Und mit diesen Worten lenken wir unsere Aufmerksamkeit und steuern die Gefühle. Humor ist auch sowas wie Gefühle erzeugen. Fällt mir gerade ein, Spieler von mir, ein Innenverteidiger, der spielt öfters mal einen gewagten Pass. Und wenn es dann ein Fehlpass war, sage ich, super. Und dann guckt er mich immer an, dann sage ich, der Pass war super. Weil er war fest, er war sehr technisch hochwertig, nur zum Gegner. Und dann lachen sie alle, er mit. Und jetzt denkt er tatsächlich drüber nach, der Pass war gut. Wenn ich den jetzt noch zum Mitspieler bringe, dann ist es hervorragend. Also, was ich damit ausdrücken möchte, ist, dass auch gute Passagen in einem Missgelingen vorhanden sind. Also Fähigkeiten, die unbedingt auch gebraucht werden. Und das nutze ich über Humor. Und jetzt können wir das Ganze auch völlig ohne Moderator machen. Da war nämlich jetzt auch das schöne Ding dabei, der Pass ist doch gut. Jetzt reden sich die Leute allerdings auf, das war ein Fehlpass. Nein, das war kein Fehlpass, es war eine andere Situation. In dieser Situation hätte er den Pass lieber sein lassen. Nur der Pass an sich war ja gut. Ich kann ja sogar an sowas sehen, wow, also wenn man den Pass jetzt in einer anderen Situation nutzen. Ja, wie toll ist das denn? Also spreche ich doch, genau wie der Kajans dann macht, den Spieler lieber auf den Pass an. Ey, das war, um mal mit seinen Worten zu reden, überragend. Ja. Grandios. Und er ging sogar direkt aufs Ziel. Und das war halt ein Gegner. Wenn wir es jetzt schaffen, die Aufmerksamkeit auf die eigenen Spieler zu lenken, was hältst du denn davon? Ja, das wird der Spieler wahrscheinlich für eine tolle Idee halten. Ja, und jetzt macht er sich auch Gedanken darüber. Passen kann ich. Jetzt muss ich nur noch meinen Mitspieler finden. Der weiß sofort, was zu tun ist. Und es geht ihm gut. Gefühle hat auch Geduld dazu in dem Kontext. Das ist für einen Trainer, für einen Anführer, Für einen Verkäufer, für jeden Menschen. Das Wichtigste. Geduld ist die Macht in unserem Leben. Das heißt jetzt auch schon wieder nicht, dass das einfach wäre. Also als Trainer am Spielfeldrand, am Wettkampfrand, an der Matte oder an sonst irgendwas zu stehen und die Zeit zu nutzen und zu warten, bis der endlich diesen überragenden Pass zu seinem Mitspieler spielt. Und dann völlig auszurasten vor Freude. Diese Zeit zu überbrücken, das ist die Aufgabe eines Anführers. Und das ist Arbeit. Patschnass geschwitzt mit einem Puls von 220 am Spielfeldrand zu stehen, weil ich so gern hätte, dass der sich selbst was Gutes tut und diesen Pass zu seinem Mitspieler spielt. Nur ich sag's ihm besser nicht. Er weiß, dass das ein Fehlpass war im Training. Er weiß, dass er den zum Gegner gespielt hat.
Jetzt muss es nur noch klappen. Und darauf muss ich warten.